Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Ja, willkommen zurück bei Grounded und wir wollen zum Milbenhügel. Da, wo ich letztes Mal war. Wir brauchen ganz viel von diesem komischen Fatz oder was das da ist. Von den Milben. Den Milben. Das Milbenzeugs. Oh! Ui, 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 ui. Hier ist irgendwas nicht gut. Aber sind wir zu weit nach links? Wir müssen mehr nach links, glaube ich. Da. Da ist die Hake. Genau, da war das Giftgebiet. So, und hier waren, da oben müssen wir irgendwie. Also ganz auf dem Hügel müssen wir nicht. Da sind scheiß Käfer. Arschlochkäfer. Ja, das sehe ich. Und hier sind kleine Minispinnen. Scheiße. Die kenne ich ja gar nicht. Okay. Ja, Spiderlinge sind das. Wir müssen auf die andere Seite. In der. Da sind bestimmt noch mehr Spiderlinge. Ich habe keinen Bock auf Spiderlinge. Lass uns da mal schnell vorbei. Was bist du? Bist du eine Zecke? Ich glaube, das ist eine Zecke. Alter, nein, es gibt Zecken. Nee, eine infizierte. Entschuldigung, ich habe dich gerade gepiekst. Oh, Entschuldigung, Katze. Ich habe dich geweckt. Die ist mit einem Pilz befallen. Ah, lass uns hier ja die weg, ey. Eklig. Ah, da ist eine Höhle. Wollen wir da mal gucken? Nein, da sind Milben und Zecken und... Ah. Okay, dann gehen wir in die Höhle rein. Da ist noch eine infizierte Milbe. Ah ja, Katze, die haben es auf uns abgesehen. Ich höre sie überall krabbeln. Ich sehe sie aber nicht. Die sind umzingelt. Krabbelt hier echt überall, das ist ja ekelhaft. Oh, was ist das denn? Was ist das? Wo bist du denn? Was ist das denn? Ah! What? Infected Weevil. Oh, der ist explodiert. Die sind mit irgendeinem Pilz befallen. Hier brauchen wir euch eine Gasmaske. Lass uns mal hier abhauen. Also, wir gehen nicht in die Höhle rein. Wir gehen mal außen dran vorbei. Ich sehe gerade, dass ich mir bald einen neuen und Speer da oben bauen. Rechts gehen, links ist auch was Böses. Ah, da hat mich gesehen. Scheiße. Andere Richtung, andere Richtung. Eine Wanze! Oh Gott, da ist noch eine Wanze! Wir gehen ganz woanders lang. Hier ist ein Stein. Oh, die Wanze verfolgt mich. Lass uns auf den Stein. Ah, und da sind Marienkäfer. Folge mir, hier oben. Wie kommst du auf Steine? Du hast sie abgehängt, glaube ich. Gut, wir müssen einmal um den Stein rum. Dann machen wir es auf dieser Seite. Also auf der Seite war ich letztes Mal nicht. Aber das sieht hier alles nicht so gesund aus. Ich will nur schnell vor... Oh, das geht nicht. Scheiße. Wir müssen zurück. Wir müssen einen größeren Umweg machen. Wir müssen über den Stiel klettern bestimmt, ne? Nee, da kommst du nicht hin. Wie, echt nicht? Nein. Also, guck doch mal, guck... Wie willst du da hin? Wir müssen links von diesem Hügel sein. Wir sind ja rechts von dem Hügel. Das ist das Problem. Ich will über den Stiel. Ja, brauchen wir aber nicht. Ich aber. Ja, können wir ja testen. Also für das Gebiet brauchen wir ja dicke Rüstung und Gasmaske. Geht super über den Stiel. Ich bin das sind ja ein paar Ameisen. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch Ameisen. Egal. Ja. Wir finden sie auch einzeln. Denk daran, direkt auf dem Stein sind zwei große Käfer, die dich töten wollen. Ah, vielleicht links an dem Stiel? Kann man das Blatt abschlagen? Alter, unten, die sind echt aggro. Ah, da sehe ich auch einen Punkt. Genau da, da, wo die Viecher kämpfen. Ah, man kommt an dem Blatt vorbei. Ja? Okay. Das habe ich letztes Mal nicht gesehen. Ja, ich bin hier jetzt oben drauf.
Und ich könnte versuchen, von hier die Käfer zu erschießen. Ja, ich glaube, da gab es hinten irgendwo noch einen Erfahrungspunkt. Ich habe hier auch einen Bogen. Wollen wir mal einen Ja. töten? Der genau außer Sch auf der anderen Seite. Ja, ich trinke erstmal was. Da oben links den da. Muss man da genau zielen? Also mit dem Punkt auf den Gegner oder drüber Ich zielen? glaube ja, aber die waren jetzt relativ weit weg irgendwie. Sind feige Schweine. Bombardierkäfer sind das. Ja. Und jetzt? Wohin wollen wir? Hier runter und dann nach links. Wir wollen den Milben. Die wollten nicht die Oh! Käfer. Die wollten wir nicht. Geh schneller, ich hab Milbe. Oder, warte mal, jetzt mit dem Bogen vielleicht? Ah, ich schieß vorbei, Mist. Ey, du Horst. Mist. Nein. Die fällt runter, Gott sei Dank. Also, als ich hier runtergegangen bin, wurde ich extrem von Milben angeärgert. Okay. Darum meinte ich Der ja. eine Bombardierkäfer ist auch runter. Oh. Das ist schlecht. Wohl gut, wir können ja mal testen, den zu töten. Vielleicht kriegen wir da mal neue Teile oder so. Marienkäfer ist auch direkt da unten uns. Da ist noch was anderes. Bombardierkäfer hauen ab. Infected, infiziert. Mann, braucht er viele Pfeile. Oh, der platzt auch. Ih, was war das denn? Ein infizierter, ach, ich weiß nicht, wie diese Viecher hießen, V-Weevil oder so. Was wir normalerweise auch töten können. Und essen können. Die Infizierten platschen wohl irgendwie weg. Ey, meine Pfeile. Entschuldigung, ich wollte dir nur Aber helfen, wo sind sie die ganzen Milben? Ich einzusammeln. habe letztes Mal diesen. Ich wurde hier. Da sind Milben. Ganz viele Milben sehe ich. Ja. Oh, der ist hinter mir! Ah! Der spuckt irgendwas. Das ist ja eklig, wie bei. Das ist ja auch ein Bombardierkäfer. Ist ja wie bei, hier, Starship Trooper. Hast du eine Granate? Ich schieß ihn auf, eine Panzerung, reite auf ihn, schmeiß eine Granate rein, eine Atomgranate und dann ist er weg. Im Film hat das auch funktioniert. Wo ist er denn? Hinten. Da haut er Mann, schon. die sind voll feige, die hauen immer wieder ab. Ja, weil sie dann von der Distanz wieder uns anspucken können. Voll die Arschlöcher. Kommt her, ihr Milben. Er kommt schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich mag ihn nicht. Er geht mir auf den Sack. Wo ist er denn? Oh, das ging schnell. Jetzt weg, 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 weg. Ich lebe noch 18 Sekunden. Ach, habe ich dich nicht geheilt? Nein. Ist er noch da? Ich sehe ihn nicht. Hä? Ich drück doch eh, Junge. Ich drück. Ach, jetzt macht das erst. Revives zu. Thanks for saving me. Oh, Dankeschön. ätzend. Thanks for ätzend. Wieder da? Oh. Gegen dich, Milbe, habe ich nichts. Ich mag diesen großen Käfer nicht. Der hat es echt uns auf uns abgesehen. Ah, voll doof. Ich sehe ihn schon wieder nicht. Der ist voll hinterlistig. Die Milbe kommt hoch. Nur ein toter Käfer ist ein guter Käfer. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn wieder hin?
Wer hat da jetzt wirklich die Schnauze voll? Nein. Guck, das waren noch Milben schauen. Ja, jetzt sind die Milben wahrscheinlich weg. Ich hab sie nämlich jetzt nicht mehr. Doch, hinten sind sie. Milbe! Du kleiner Facehacker für Arme! Oh, da ist eine ganze Armada. Hinter mir war es ganz kurz dunkel. Ach, ich hatte auch letztes Mal versucht, in den Eimer zu kommen. Oh, das geht damit anscheinend besser, ha? Mit dem Baseball. Mr. Bass. Mr. Bass! Nee, er braucht trotzdem mehrere Schläge. Hi. Alleine können diese ganzen Milben ein bisschen nervig sein. Ja, ich glaube auch. Weil es einfach so viele sind. Ja. Weil ich wollte mir hier diesen Eimer angucken. Und ich dachte mir, hey, vielleicht kommt man ja irgendwie auf den Eimer. Hm. Oh, nicht zu nah. Ich glaube, ich habe dich geschlagen und du mich gerade. Hm. Solange wir uns nicht so dolle hauen, dass wir beide tot sind. Okay, auf den Stiel kommt man nicht, also auf den Henkel kommt man nicht drauf. Und das ist so ein Spiderling. Es scheint eine Eimer rote Farbe zu sein. Ja, ich dachte mir, dass man vielleicht so unter dem Eimer irgendwie reinkommt oder so. Mhm. Ja, genau, weil hier auch das Signal ist, dass da vielleicht auch was sein könnte. Vielleicht auch obendrauf, keine Ahnung. Ah. Hätte er sein können. Ja, da steht auch ganz viel Paint, Paint, Paint. Ja, das ist ja irgendwie so eine Veranda oder so. Da ist noch irgendwas Weißes. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich hab schon wieder Durst. Das Klatschen, ey, Alter, ey, die hauen hier vielleicht ihren Müll in den Garten. Das ist ja unglaublich, ne? Das sind echt... Ah doch, das ist so eine Currywurst-Verpackung, also... Ja, so eine Pommes-Verpackung. Ja. Willys Hogs, Hot Dogs. Aber hier sind keine Milben. Naja. Doch, da sehe ich noch eine. Ich sehe einen großen Marienkäfer. Ja, den sehe ich auch. Ich habe allerdings auch schon 23 Might fast. Geil, hier steckt ein Schwert. Rotten Lava Blades. Ich habe es einfach mal rausgezogen. Cool. Excalibur. Bist du, da bist du. Da habe ich ein Blade. Cool. Ich bin Blade. Achi. Mh, Honigtau, lecker. Bisschen. Oh, das ist eher so ein Abhäutemesser. Oh, Milbe. Komm mal her. Komm mal her, du kleines Arschloch. Oh, Krabbelarschloch. Oh, da ist ein Labor. Wo ist denn O? Ach, da. Okay. Stimmt, hier haben sie mich letztes Mal umzingelt. Die sind von oben gekommen, die ganzen Viecher. Die lassen sich oben runterfallen. Ja, da kommt schon wieder. Wenn sie sich fallen lassen würden. Du kannst bestimmt auch noch was entdecken. Echt? Kann man was entdecken? Stimmt. Du hast doch bestimmt irgendwas Neues, das man erforschen kann. Was ist denn wohl neu? Ein Blade. Science. Ja, und wir können hier bei Burgle können wir bestimmt auch wieder irgendwas mal eintauschen, ne? Springbow? Hm, ist das eine Falle? Weil dieses Milben auf Dauer gehen mir echt auf den Sack. I mean, this is probably what bottled water is. Es ist wie bei Metro. Ich weiß nicht, welches Spiel von Metro das war, aber da gab es ein Level komplett in der U-Bahn mit, da war es in so einem kompletten Spinnenbereich. Ich habe nichts gegen Spinnen, aber dieses andauernde, krabbelnde Geräusch zu hören. Boah.
Es ging eine halbe Stunde oder Stunde. Du bist kirre. Okay, hab ich. Gut. Ja, dann haben wir ja genug von den Viechern und dann würde ich sagen, können wir ja nach einer Basis-Ausschau halten, ne? Jo. Oh, das wirst du trinken. Genau das, was ich brauche. Don't even need to boil it. Nice and clean. Bei mir hast du gesagt, dass du es noch nicht mal kochen musst. Don't even need to boil it. Trotzdem, ich finde es immer so nice and clean. Nice and clean. Ja, wo wollen wir denn gucken? Wo links waren wir ja, ne? Ich sehe dich. Du kannst mich nicht überraschen. Es sind sogar 2, 3, 4, 5. Wir sind überall. Ah, ich könnte mal ein Blade mal testen. Nice and clean. Jetzt kommen und sie wieder nicht. Und ich bin fast voll. Aber nur fast. Vielleicht kommen wir auf den Baum drauf. Dann können wir sie ja töten. Hm. Kommen wir ja von oben immer. Wir müssen doch da ihr fucking Lager haben. Scheiß Milbenfabrik. Also ich bin oben. Was? Wie bist du da hochgekommen? Am Ende bin ich einfach hochgehüpft. Ich komme hier nicht hoch. Wo bist du denn hochgekommen? Ja, am anderen Ende. Warst du doch hinter mir. Ja, ich weiß. Nice and clean. Man könnte natürlich auch hier so auf den Baum stammen. Wenn das geht, weiß nicht, ob es geht. Sind ja die ganzen Milben, von daher wäre das wahrscheinlich dann nicht so klug. Wenn alle Nasen die Milben hier antanzen. Also die Attacke ist auf jeden Fall schneller mit dem. Ja, komm, geh da runter. Kein Bock hier bei den Milben zu wohnen. Oder ist der Figur eine Actionfigur? Der Kopf einer Actionfigur. Wo? Was war das denn gerade? Some cartoon that is yoked girth of the yoked girth novels, comics and Saturday morning cartoon. They're even making a movie. Wo siehst du den denn? Der ist am Dings vorbei, noch am muss doch ein bisschen in meine Richtung kommen. Mit dem Baum auf der rechten Seite, ein Stück weiter so, geradeaus. Oh, ich sehe ihn schon. Du bist da oben. Ja, ich bin oben. Also er hat ja gerade Peter, hat ja mit dir. Ach da. Oh, aua. Please help. Hilfe. Oh, Mathilde. Irgendwie ist das hier andersrum, ne? Bei Conan sterbe ich immer und hier bist du. Oh, mein Inventar ist voll. Links ist eine Spinne. Große. Ich will da mal auf diesen Hügel drauf. Da gab es diese Spiderlinge. Mhm. Also Vorsicht. Mir das mal angucken. Lucky Lucky machen. Na komm, erstmal her, ja. Du Ekelvieh. Und da klingt was komisch. Oh, die große Mama-Spinne ist hinter uns. Nice and clean, hier möchte ich nicht wohnen. Oh, da warst du doch gerade. Hat die Spinne dich? Nein. Oh, wo ist der Ausgang? Ich sehe nichts mehr. Oh, wo ist der Ausgang? Okay. I need some assistance. Ja, die Spinne ist bei mir drin, also, war auch dumm von mir, muss man sagen. Science.
Wo ist die denn? Die Spinne geht raus. Ah! Die kommt hoch! Scheiße! Huhuhu! I can't catch my breath! Alter! Das war aber eine flotte Spinne. Ist das Kind wach? Oh nein. Nice and clean. Ich versuche das mal zu beruhigen. Ja, mach mal. Someone help me! Da war gerade der liebe Heinrich, glaube ich, wieder etwas zu enthusiastisch. Die Frage, bin ich mutig und versuche. Ach, dumme Ameise, ich bin jetzt einfach mal mutig und versuche, meine Sachen da so wiederzukriegen. Ich wette zwar, die Spinne tötet mich wieder, aber ich probiere einfach mal mein Bestes. Wir müssen einfach dran denken, wenn wir hier spielen, dass wir irgendwie. Scheiß Marienkäferlarven, geht weg! Geht weg! Ich will nicht mit euch spielen! Wieso lassen die mich denn nicht in Ruhe? Ich hab gleich genügend zu tun mit der Spinne. Oh, hoffen wir einfach mal, dass ich mein Zeug kriege, weil ich wette, die dumme Spinne hockt da immer noch drin. Ja, ich weiß auch, dass das eine dumme Aktion von mir war. Das braucht ihr mir gar nicht zu sagen. Und ja, die Spinne hockt da immer noch drüber. Oh Gott, und da ist noch eine Spinne. Oh nein! Gut, so viel dazu. Okay, ich baue mir einfach eine neue Ausrüstung. Habt ihr recht? So. Haben wir ja auch bei Dings häufig genug gemacht, ne? Also Sprig, Pebblet und Woven Fiber. Da ist ja sogar noch eine Axt, wie praktisch. Das heißt, damit kann ich jetzt ein bisschen an einem Speer schon mal bauen. Sprig, Fiber, Pebblet. Gut. Gucken wir mal, was wir hier da haben. Warum liegt da eine Axt auf dem Boden? Der Heinrich kommt wieder. Ja, ich muss leider sagen, Heinrich, dass wir keine Chance haben, unser zumindest ich habe keine Chance, mein Zeug wieder zu holen, weil ja, in der Höhle hockt eine Spinne. Ich bin ja irgendwie oben gestorben. Ich versuch's nochmal. Ich hoffe, dass unsere Kleine jetzt auch weiter schläft.
Durch unser Geschrei haben wir sie leider ein bisschen geweckt. Das muss immer traurig sein fürs Kind, wenn wir da... Unser Geschrei? Dein Geschrei. Ich hab dich gerade schon wieder drüben gehört. Warum unser? Ich hab dich, als ich gerade beim Kind war, ich weiß nicht, da hast du irgendwie noch rumgequietscht. Ich habe gesprochen. Du hast was? Ich wollte Spricks sammeln, so. Aha, bist du hier gestorben? Ja, ich dachte, ich probiere einmal, ob ich eventuell... Oh, das sind die sind auch Spinnen. Ich laufe jetzt einfach querfeldein und, sind überall Spinnen. Ich habe halt geguckt, ob ich eventuell... Boah. Scheiße. Ich bin gleich da, aber ich bin gleich wieder tot. Sind das hier Speedspinnen? Spinnen auf Speed? Und ich hänge hier am Grashalm fest und ich hasse euch alle? Take all und ich gehe ab ins Wasser. Na, wenigstens hast du deine Sachen. Ach, da ist eine riesige Kacklarve, die mag ich auch nicht. Ich habe mein Zeug wieder, ja. Immerhin. Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir sogar meins wieder, aber da müssen wir echt gut zusammen arbeiten. So nach dem Motto, einer lenkt die Spinne ab, die da unten in der Höhle hockt und der andere holt meine Sachen. Also, das Problem ist, es sind auch außerhalb Spinnen. Ich weiß nicht, ob das so... Ja. Ich denke mal, ich habe nur Glück gehabt, dass mein Zeug außerhalb war. Ich möchte nicht nochmal hin. Ich habe genug von Spinnen. Ich will keine neue Basis bauen. Nicht da. Ich glaube, wir gehen auf den Zaun. Also da, wo ich... Was? Miki oder Nachteule? Ich weiß nicht, wer von den beiden da gebaut hatte. Wahrscheinlich beide. Nee, einer von beiden hatte auf der Dings gebaut. Auf dem Baseball. Auf dem Baseball ist natürlich auch cool. Ich will auch irgendwas Cooles. Wollen wir nicht einfach auf irgendeiner Dose bauen? Das geht doch bestimmt auch. Dann haben wir immer Wasser. Können wir auch machen. Wir haben doch hier direkt eine Dose um die Ecke. Müssen wir nicht so weit laufen? Ja, die will ich aber nicht. Kann ich nicht? Guck gleich mal, wenn ich mal Zeit habe und mal weiß, wo ich hinlaufen muss und nicht gegen Milben kämpfen muss. Wo ist denn mein Zuhause? Oh, das ganze Milbenzeug. Ach ja, das Milbenzeug. Ich habe ja noch welches. Ja, meins ist weg. Marv. Das ist eine Riesenschaufel. Wo wohne ich denn überhaupt hier? Ach, da hinten. Ach, da gibt's Käfer. Ganz viel Saft. Na, gegen was kämpfst du? Gras. Der Feind, ever. Ja, ich muss mir ja jetzt neues Zeug machen. Okay. Yeah.
Yay, haha, ich habe eine. Möchtest du essen? Möchtest du meine Keule haben? Ach, die mache ich mir schon. Na, außerdem haben wir noch ein bisschen Rüstungsteile in der Kiste. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, am Bogen zu bauen. Und du solltest deine Sachen noch anziehen. Hab ich nicht. Achso, ich bin noch tot, ja, gewesen, ja. Da war ja was. Ich habe leider nur ein Stück Fleisch dabei für mich. Ich habe gerade gegessen. Ich habe was erlegt gehabt. Das ist gut. Hier oben links, da waren. Hast du mal Zeit, auf die Karte zu gucken? So, genau, da bist du gerade ein bisschen weiter links. Genau, da sind noch so viele Steine. Weißt du, ob die ein bisschen flach waren, dass man so draufbauen kann? Keine Ahnung, aber wir müssen ja, wenn sowieso, eine Basis bauen. Und das können wir ja machen mit hier den Holz, Lehmböden oder so. Den Lehmböden? Mhm. Kann man die nicht vorab schon bauen? Stimmt. Wir können uns ja das nächste Folge mal anschauen, nochmal da in der nächste Folge, ja, wir können es ja mal angucken, genau. Ich habe hier noch Spinnteile entdeckt. Ameisen. Ich bin auch so eine Spinne. Ich hab mir aus Versehen einen Weevil Roast genommen, aber dafür habe ich dir noch ein Effet draufgepackt. Das ist okay. Oh, man kann sich einen Stuhl bauen. Cool. Und einen Sessel. Und dann einen Ahornzaun. Das ist ja nett. Ach, wir müssen so viel bauen. Jetzt habe ich kein Maidfass dabei. Verdammt. Ich baue mir jetzt gleich erst nochmal einen Klopper. Jo, die kann man immer gut gebrauchen. Ach, hast du mein ganzes Maidfass genommen? Nein, ich habe da ganz viel wieder zurückgepackt. Ich habe es entdeckt. Aber immer erstmal die arme kleine Mathilde beschuldigen, ne? Richtig. Jetzt habe ich eine komplette Ameisenrüstung. Schön, ich habe gar keine Rüstung. Ich habe noch Ameisenteile hier, ich lege sie gerade ab. Vielleicht kannst du was draus bauen. Kannst versuchen, warte. Kann ich auch machen. Das wird keine komplette Rüstung, aber ich denke mal, irgendwas wird... Alles ist besser als gar nichts. Irgendwas wird da schon gehen. Also ich kann dir einen Helm machen oder einen Schulterpanzer oder Knieschoner. Was ist dir am liebsten? Egal, ich kann alles gebrauchen. Dann fangen wir mit dem Helm an. Erstmal müssen wir den Kopf schützen. Okay, für die Knieschoner fehlen mir noch Ameisenparts. Maidfass haben wir noch irgendwo rumliegen. Habe ich dir in die Truhe gepackt, in der alten Basis. Danke. Not bad. Not bad. So, das war Armor Glue. Und müsste ich doch hier meinen... Nein, wo ist mein Helm? Bleib doch mal hier, Helmchen. Konnte man den nicht reparieren? Repair.
Mit Armor Glue. Ach, da warte ich, bis er noch mehr kaputt ist. Ich glaube, Ameisen haben wir hier ganz viele bei uns in der Nähe. So wie das klingt. Nice and clean. Ja, hier sind ein paar Ameisen. Paar ist gut, das ist ein ganzes Bataillon. Alter! Wir haben ja einen Bogen, ne? Können wir nicht... Da ist auch eine Ameise gewesen. Wir haben hier gerade so viele Grashalme. Können wir nicht irgendwie... Ja, irgendwie auf die Grasdinger hochklettern und von oben auf die runterschießen, ne? Aua. Ja, genau. Ah, ich bin drauf. Warte mal, hier sind auch Pilze. Kann ich irgendwie auf den Pilz draufklettern? Also ich bin auch so ein Grashalm. Ich bin auf dem Pilz. Ich habe aber nur 16 Pfeile. Ich habe 20. Aber von mir aus können wir es wagen. Also ein paar. Okay. Ein, zwei müssten ja sterben. Nice and clean. So viele rote Augen. So viele rote Augen. Die sterben ja nicht. Wir wollten ja eh umziehen, ne? Ja. Ah, sie sind drin. Ich bin gleich nicht mehr auf dem Grashalm. Scheiße, sie machen alles kaputt. Nice and clean. Habe ich keine Pfeile mehr? Scheiße. Ich könnte Artillerieunterstützung gebrauchen. Ja, sorry, würde ich gerne. Hab selber zu tun. Okay, okay, okay. Ich bin Blade, Motherfucker. Ich habe nämlich selber keine Pfeile mehr. Ich auch nicht. Scheiße, schmeiß das weg. Hier sind überall welche, fuck. War eine dumme Idee. Und das ist ein Pfeil. Oh, Schlange. Nein. Ameise. Sorry, wenn ich gerade so wenig rede. Ich bin gerade konzentriert hier. Alles gut, alles gut. Ich wollte gerade nur zu dir kommen. Ameisenmassaker. Da kommt die nächste. Es ist dunkel. Ich sehe nur diese scheiß roten Augen. Oh, scheiße. Ich bin fast tot. Arbeiter. Ich hole meinen Baseballschläger, jetzt reicht's. Boah. Schnell Pfeile sammeln. Ah, komm her, komm her. Arschloch. Jetzt sind wir uns, glaube ich, noch sicherer, dass wir eine neue Basis brauchen. Oh, die war gar nicht mehr aggro, aber ich war aggro. Ja, das ist... Wir brauchen definitiv eine neue Basis. Jetzt sind wir uns 100% sicher. Hier ist noch eine Ameise drin. Jetzt sollte ich aber auf jeden Fall genügend Ameisenparts für eine komplette Ameisenrüstung haben.
Noch Müll gesammelt, so. Ach, Maidfass brauche ich noch. Müsste drüben in einer etwas neueren Basis sein. Ich bin übrigens auch fast tot. Da musst du essen. What do we have lurking around out here? Ich bin nur halbtot. Du kannst dir ja auch... Warte mal, ich habe noch Verbände. Ein Maidfass fehlt. Kann ich die aufteilen? Hm. Ich habe in dieser Truhe habe ich Verbände gelegt. Bitte lasst mir einen Verband nur übrig. Ich habe mir einen genommen. Der wird sich aber nicht komplett heilen, ne? Ich bin ein Treffer vor Tod. Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro gekommen bin, aber ja. Ja, ich würde sagen, es ist eh wieder Nacht. Und wir überlegen uns mal, ja, wir gehen jetzt nächstes Mal zu den Steinen, gucken, ob es da was geht. Ansonsten würde ich eher, tendiere ich zur Safthüte. Ja. Weil Zaun habt ihr ja schon gemacht und Baseball auch. Und ich will nicht unbedingt dasselbe bauen, was ihr baut. Ich versuch's mit den Steinen. Ansonsten Safthüte. Gibt's jeden Tag was zu trinken. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne ein Like da oder einen Kommentar, falls ihr noch einen Tipp habt. Und für die, die uns nicht abonniert habt, oder die uns nicht abonniert haben, schämt euch und abonniert uns. Genau. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Scheiße Spinne.